Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharma-Drama USA. So, jetzt kann ich hier die Vorräte durchziehen. Jetzt gehen wir das. Das ist Kinskis Bruder. Das sagt ja schon alles, ne? Sag mal, wo ist denn eigentlich der Button? Hansi. Wer? Unser Bud. Wo ist der? Das Badezimmer ist zu Hause, du Blitzkopf. Unser Bud. Unser Dr. Bud. Wenn dir was weh tut, dann gehst du zum Doktor, ja? Nein. Unser Mitarbeiter, dein Arbeitskollege, Dr. Bud, wo ist der? Ah, ich glaube, ich sehe ihn. Alles gut. Bud Light. Der Bud Light. Ich sehe ihn schon, ja. Wer? Ich sehe ihn. Ja, warum fragst du mich? Ja, ich habe gerade noch nicht gesehen. Das ist eine Fangfrage, oder du bist ja ein Koffer, ja. Tschüss. Ich habe ihn gesehen. Ein Drama. Ich suche schon den ganzen Tag. Wo bist du, Bud? Hä? Was? Wo ist die Walze? Wo ist der Gruber, der hier antanzen soll? Wo ist das Zeug? Walze? Weiß ich nichts von. Ich war gerade auf der Mossy Pine Ranch da vorne auf dem Nachbargrundstück. Und dann habe ich gesehen, oh, ist schon kurz vor Mittag. Wollte ich mal gucken, ob hier alle gearbeiten. Und jetzt wollte ich Mittag machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie fehlen die Worte? Und du machst auch mit, oder was, Fengo? Ja, jetzt ja, denke ich. Es ist ja drei nach. Ja. Ja, wir können jetzt kein Mittag machen, wir müssen die Felder fertig kriegen. Ja, und muss ich dann fliegen. Ach, halbe Stunde Pause ist doch wohl machbar, oder? Komm, ich flieg jetzt weiter. Bis ihr zu Hause seid und wieder hier seid, da fahren wir den Pickup nach Hause und dann schmierst du ein paar Stullen, dann bringst du hier hin. Jetzt sei mal ruhig da. Guck mal, einer arbeitet wenigstens. Guck, hinter dir. Ja. Toll. Und was machst du? Ja, ich. Was soll ich machen? Jetzt musst du den Johnny da nehmen, oder? Das ist mir egal. Ich arbeite hier egal womit. Dann fahr nach Hause und dann schmierst du ein paar Stullen, dann bringst du hier hin. Ein paar Stullen? Wie viel? Zwei Stück? Oder? Für jeden zwei, ja. Mindestens. Nee. Ich soll ein paar Stullen schmieren, also mache ich zwei Stück für alle. Nee, für alle eine. Hansi, merkst du, der möchte gerne nur, dass wir dann zwei Stullen zusammen essen hier. Nein, du sollst für alle eine Stulle bringen. Oder fahr runter in das Restaurant, dann bringst du da ein paar Burger mit. Aber Müller, so wirst du nix. Bei der Tanke. Wenn du so kniepig zu den Mitarbeitern bist, dann wirst du so nix. Ich hab doch gerade gesagt, fahr auf die Tanke, da ist ein Burgerladen, da besorgst du für alle ein paar Burger. Auch zwei Burger für alle, okay. Weiß ich nicht, wie viele, wie jeder will. Weil da fährst du auch hinten rum, weil der Kinski ist da immer am Berg, hinten am Gülle fahren, den lässt man schön fahren. Wieso, der muss auch was kriegen. Ist ja, genauso, der ist ja eh gleich wieder daheim, der kann er daheim fressen. Okay? Nee, der kriegt auch was. Ja, dann mach was. Ich fang bei ihm da hinten an. Ja, mach. Und du? Was bist du? Hansi, was wolltest du noch haben? Zehnfache Burger oder was möchtest du haben, wie immer? Was war? Was wolltest du jetzt vom Burgerladen? Habe, esse. Chef gibt was aus. Steak. Wie viele? Im Burgerladen gibt's keine Steak. Ich nehme das 550er T-Bone. Mit einer Ofenkartoffel? Ja, genau. Zumindest das gleiche wiegt, ne? Oder wie war das? Ja, ne? Genau. Ja, alles klar. Weißt Bescheid, bis später. Ja. Und den Salat, den kann er alles weglassen. Ja, ist auch normal. Ein T-Bone Steak. Und sonst geht's dir noch gut? Was? Ja, normalerweise nehme ich immer das Pahuka Tank Steak. Ja, genau. Aber heute reicht das normale auch. Ach du Scheiße. Ich werde verrückt. T-Bone. Ich fahr weg, da kannst du weiterarbeiten. Schlaf mir nicht ein da, du sollst weitermachen. Wenn die Polizei kommt, du weißt von nichts was. Richtig? Und denk was, dran, du weißt wieder? Nichts. Wenn die Polizei kommt, du weißt von nichts. Immer so ein Blödsinn daher, immer was ich. Genau.
Ja, hallo? Ja, Müller, du warst da doch. Was? Ja, mit der Tanke? Nein. Mit der Hansi? Nee, nee. Ja, ja. Immer auf den Namen Hansi erschienen. Der hat es mir sogar gesagt, das erste Mal. Er ist verwirrt. Ja, das stimmt. Ich weiß noch, warum er verwirrt ist. Wenn wir hier ein bisschen mit euch zu tun haben, Zeit, dann weiß man, warum er verwirrt ist. Müller, fahr woanders lügen. Ich nerv's mich hier. Tschüss. Ich fahr hier. Nee. Natürlich. Das kommt doch noch irgendwie in die Karte. Lügst du woanders? Ja, ich wechsle gleich auf einen anderen Acker. So ein Sturz. Aber fernsehen, müssen wir gucken, dass wir so einen Flug da auch für uns bekommen, mit einem passenden Fahrzeug davor, ne? Ja, dann seh zu, dass du noch Geld dran kriegst. Ja. Liegt ja nicht an uns. Nö. Um Gottes Willen. Wenn ihr ordentlich gearbeitet worden würde, dann wäre es kein Problem. Wenn du so weiter wirtschaftest, sind wir bald pleite. Ja, das sehe ich auch kommen. Ja, liegt immer am Chef, nicht an den Mitarbeiter. Ja, hier kann der beste Chef nichts mit anfangen. Beim anderen hatte da alles funktioniert, bei dir anscheinend. Ob der ein Lotto gewonnen hat, wie der hier angefangen hat, das ist so unglaublich. Müller, was kostet denn hier gespannt? Keine Ahnung. Das musst du mal bestellen. Ja. Ja, ja. Mit meinem Konto bestelle ich gar nichts. Wo läuft der schon wieder hin? Ich glaube, bei der Tochter. Von dem Hof da hin. Nein. Irgendwann muss ich noch die Alimente von dem bezahlen. Guck da mal an, ruf mal an, frag mal, wohin ist. Da hat wieder Durchfall. Aber wo Durchfall? Die Scheiße wird immer nicht weggemacht. Was? Hallo, Burger sind da. Essenszeit. Okay. Bist du früh? Warum? Bin nicht fertig. Chef hat gesagt, ein Uhr wird reichen. Fahr mal gucken, wo der. Dann muss ja erst was übrig bleiben. Ich habe sowieso nur einen T-Bone Steak und zwei Burger für euch. Der Kinski und der Blink, der haben alles weggegessen. Also übrigens so üblich. Dann kann man gucken, wo der Österreicher hin ist. Der ist über ein Feld hier abgehauen. Ach so, ich den jetzt eine Schnitzeljagd mit ihm spielen, oder was? Ja, ist. Kann man gucken, irgendwo muss er sein. Dann probieren wir mal anzurufen. Ja, Chef, ich muss weg. Was machst du? Chef, ich muss weg. Deine Kacke ist hier. Was macht denn der? Hallo? Hallo? Das ist ein Bullen noch hinter dir, oder? Wo bist du? Chef, ich glaub,
glaube, der wurde festgenommen. Hat schon angehört. Ich glaube, das T-Bone Steak kannst du wieder zurückbringen. Der ist, ich glaube, der ist verhaftet worden oder so. Kannst du dir gönnen dann? Nee, ich nehme das Steak, ich nehme das Steak. Ja, kloppt euch doch, mein Gott. Ich bin eh nur ein Bürger. Ich hab Spaß dabei. Aber wo ist der jetzt hin? Weg. Wer ist wohin? Ich bin hier. Ja auch. Nee, der Dings ist weg. Der Ferguson? Der ist doch da am Arbeiten noch. Nein, hier, unser. Hansi? Keine Ahnung, Hansi ist weg. Weiß ich nicht. Hansi ist bestimmt mit der Kuh weg Gras holen. Nein! Der Stand war doch eben hier. Nein, die Polizei war doch eben hier. Wo denn? Hast du die mitgekriegt? Ich hab die Sirenen nicht. Doch gehört. Der hat mit mir am Telefon geredet und hat Sirenen gehört. Sirenen. Das gibt's doch nicht. Ich hab nichts gesehen, hab da hinten Steine gesammelt. Ich brauch sein Auto. Ich fahr den mal suchen. Ja, ja, aber heile lassen, ne? Ja, ja. Und voll tanken. Ja, ja, guck mal, dass du mit dem Flug da weiterkommst, ne? Ja, ist ja Glück, dass ein Johnny da voll ist, doch. Ja, wo, dass der hier hingelaufen hier hinten, oder? Keine Ahnung, wo der hingelaufen ist. Ich fahr mal gucken. Ich bin da Schnitzel holen gewesen. Hallo? Ja, Flicke hier. Ja, servus. Kurze Frage. Mich hat dein Mitarbeiter Kurt Kinski beauftragt, Überlader zu fahren für die Gülle. Ja. Auf wen geht die Rechnung? An die Stadt. An die Stadt. Sag mal, hast du vielleicht unseren Hansi gesehen? Ja, ich habe mit dem telefoniert, da ging die Polizeisirene, da war weg. Ich weiß nicht, wo die hingefahren haben. Du hättest vor uns am Hof gehabt, wo du mit bei mir warst. Aber die Polizei hat ihn, hast du die Polizei bei dir einfach gehört? Nee. Scheiße, ich fahr mal zur Tankstelle, da weißt du, was passiert. Da. Okay. Hast du euch die Rechnung an der Stadt stellen? Alles an die Stadt, genau. Gülle, alles an die Stadt. Gut. Denn die Zubringrechnung bringst du dreht dann auch, ne? Die krieg ich ja. Genau. Alles klar. Okay. Oh, kannst du dich ja mal melden, wenn du gefunden hast? Keine Ahnung, ich hab mir das nicht mitgekriegt. Ich bin jetzt bei der Tanke hier. Ich hab gedacht, die werden jetzt hier für Spurensicherung oder sowas. Aber ich melde mich dann nochmal, ne? Tschüss. Mach's gut. Hallo? Chef? Ja. Ich hab gerade einen Anruf bekommen. Ich hab so einen Bekannten bei der Polizei, die haben gesagt, die hätten einen Verdächtigen festgenommen, der die Tankstelle befallen hat. Wo ist er denn? Genausweise durfte mir nicht sagen. Irgendwo oben in der Ecke Richtung. Dann muss er doch irgendwo. Ja, muss er eine Kaution bezahlen können oder so. Offiziell weiß ich noch nichts, deswegen. Er hat das mir unter vorgehaltener Hand gesagt. Ja, dann müssen mich ja mal anrufen, so. Weil der hat Wechselgeld geklaut hier. Keine ich weiß nicht, ich weiß nicht. Kann ich leider nicht sagen. Ja, das ist ein anderer. Keine Ahnung. Hier ist aber keine Polizeistation oder ein Problem. Nachbar. 30 Kilometer entfernt oder so. Mussten über den Highway Richtung Süden fahren. Südosten. Ja, ich kann jetzt hier die Kreuzbehörde durchs Gegend fahren, den Süden fahren oder was? Ne, dann kommt wieder nach Hause, das ist ein Warnung von mir. Oh. Potts Farm hat er geschrieben. Hilfe, ja genau. Da muss er doch am Telefon gehen. Warte, ich ruf dich mal an. Bis später. Ciao. Ja.
Chef? Ja, Hansi, wo bist du? Ich muss mich verstecken. Ja, wo bist du? Was ist denn los? Wo bist du denn? Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann, aber die Penner, die wollen irgendwas, die verfolgen mich. Dann, ja. Bist du denn in der Sicherheit oder was? Sind die doch bei dir oder haben dich wieder laufen lassen oder was? Das weiß ich nicht, aber irgendwie, die schauen nicht sehr entspannt aus. Sind die noch bei dir oder bist du denen abgehauen? Ja, ich hab. Die Handschellen habe ich oben, aber ich bin nochmal weggebuchst. Dann guckst du, dass die Dinger einfach los wirst. Scheiße, warte. Die sind unter mir. Die sind unter dir? Wo bist du? Die sind dick. Hä? Oh Scheiße, damit sehen. Ich muss laufen. Scheiße. 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 Ich muss auflegen. Ja, hau ab. Du musst weg. Ja, hau ab. Na gut, meine lieben Freunde, wie es dann weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge, ob ihr unseren Hansi erschossen habt oder nicht, das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen, und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt im Stream vorbei. Oder aber schreibt eine Nachricht unter die Videos, dann bekommt ihr auch eine Nachricht. Bis dahin würde ich sagen, haut rein für die YouTuberinos. Wie es weitergeht, das werdet ihr dann oder nicht wissen am nächsten. Haut rein. Ciao.